wow, 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 okay, stopp, warte mal, warte mal. Wenn du mehr von uns noch sehen willst, dann würde es uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, die Glocke drückst und den Daumen nach oben machst. Weil dadurch gibt es noch mehr Videos von den Typen, die geilen Sachen machen. Also Leute, viel Spaß beim Video und jetzt geht's ab. Moin Leute, es ist mal wieder soweit und wir müssen wieder was tun, ne? Ja, auf jeden Fall, von nichts kommt nichts. Und heute geht es wieder um das Thema Schlachten und Wursten. Es wird eine schnelle Veranstaltung, ihr habt ja am ersten Teil habt ihr ja ordentlich was gesehen. Ja. Und heute machen wir nochmal so eine Spezialveranstaltung. Ne? Genau, Best of oder so. Also Leute, viel Spaß. Mit neuen Würsten übrigens. Neues Experiment dabei. Also, viel Spaß beim Zugucken und ich würde sagen, wir bereiten jetzt mal alles vor, oder? Also, los geht's. Den Klack. Das ist er. Genau, da schießt er auf die Patrone. Ne? Die bleibt praktisch da oben drin, in der Hülse. Aha. Bewegt aber den Bolzen nach vorne, 10 cm, so ein Stück. Okay. Das ist die Betäubung. Ja, der nimmt das raus, nimmt das Pulver mit ins Hirn, zieht wieder zurück. Ja. Dann ist die im Tiefschlaf. Deswegen, du hast kein Projektil drin. Die merkt man vom Stich eigentlich nicht. Nimm mal die Patrone. Das ist einmal die geschossene. Das heißt jetzt, Hast du unterschiedlich für... Ja, das ist von Stärke her, rot ist eigentlich für Großvieh. Ist für Großvieh, ne? Nämlich ist ja Großvieh für mich. Okay. 2 Zentner Sau, Hirschwert nimmst du die gelbe. Dann gibt es nochmal grüne. Grün ist es ganz milde. Schaf, Ziege. So, wie ihr seht, ist das Schwein jetzt gebrüht und ordentlich gesäubert. Sind alle Borsten, alle Haare sind entfernt. Mhm. Der Metzger ist auch noch mal schön mit dem Messer drüber gegangen. Wichtig ist, wirklich auf massive Hygiene zu achten, dass, wenn er das Schloss aufbricht, dass er da nicht in die Blase reinstricht, weil dann wäre ja eigentlich die ganze Mühe umsonst gewesen. Der Tierkörper ist dann verunreinigt. Also, wie gesagt, man muss echt auf Sauberkeit achten. So, in der warmen Schlachtküche angekommen, werden die beiden Hälften des Schweins nochmal zerteilt und dann werden in der Schlachtküche die einzelnen Fleischportionen rausgeschnitten. Da sind dann Spare Ribs dabei, Kammbraten, ganz einzelne Fleischstücke aus der Sau, die dann direkt ins Kühlhaus gelegt wird. Wir haben jetzt unser Fleisch geschnitten.
Das ist jetzt hier portionsweise abgewogen. Wir brauchen 3000 Gramm Nacken und 3000 Gramm Schweinebauch für die Bratwurst. Die Würze haben wir gestern Abend schon alle fix und fertig gemacht. Die sind wieder hier in den Päckchen drin. Das werden wir jetzt alles durchheben. Dann kommt es ab in den Wolf und dann haben wir das erste Brät für die Bratwurst schon fertig. So Leute, also wie gesagt, Gewürzmischung vorbereitet, benannt. Ist für uns einfach easier, wie wir es schon beim letzten Mal gesagt haben, von der Verarbeitung her. Weil dann hat man alles vorbereitet, muss ich nicht mit der Grammwaage rumhantieren, sondern kann jetzt einfach hier hergehen und kann schönes Gewürz drauf. Oh, riecht gut. Drauf gemacht. Dann haben wir hier sehen, wie wir die Gewürzmischung jetzt vorbereitet haben und jetzt wird das Ganze gewolft, sprich kleiner gemacht, damit wir es dann in den Darm füllen können und als fertige Wurst dann abpacken können. Also, ihr seht es jetzt im Zeitraffer, wie gewolft wird, wie das klein gemacht wird und nochmal ein paar Einstellungen und ja, wir melden uns gleich wieder, wenn das Ganze dann wie gesagt abgefüllt wird in den Darm. Bis gleich. So Leute, die Würstchen sind fertig. Wir haben einige Paar rausbekommen. Ganz, ganz coole neue Sorten dabei, wie beispielsweise die Barbecue-Wurst oder die Hüttenboxerin. Und im nächsten Schritt werden die dann vakuumiert, das heißt haltbar gemacht. Jetzt, in diesem Teil, werden sie dann erstmal in rote Kisten gelagert und gekühlt. Im letzten Schritt wird jetzt noch Schwaddemagen und Pressack gemacht. Pressack, das ist Presskopf auch genannt. Der ist hier im Spessart recht bekannt und der wird in Dosen abgefüllt. Das, was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Das war's von uns zu dem Thema Schlachten. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Und nochmal, probiert es selbst mal aus. Ihr müsst jetzt nicht gleich ein ganzes Schwein irgendwie durchhauen, aber probiert doch mal aus mit einem kleinen Fleischwolf, mit einem guten Partner, mit einem guten Kumpel zusammen. Genau, mit guten Gewürzen. Probiert es einfach mal aus, Wurst selber zu machen. Wir haben es hingekriegt und ihr kriegt es auch hin. Macht's gut, Leute. Ciao.